Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Heute geht es weiter mit der Disney Villain Challenge. Und der gute Philipp begibt sich jetzt einfach nach draußen, denn er ist gerade aufgewacht und dachte sich, es gibt doch nichts Besseres zum Frühstück als einen gegrillten Burger. Im letzten Teil hat Philipp auch erfahren, dass er Vater geworden ist. Denn das Techtelmechtel, was er am Abend von seinem Ball hatte, hat Früchte getragen. Und der kleine Markus ist im vergangenen Teil auf die Welt gekommen. So, Ivy, die Geburtstagsmaus, schwingt gerade selbst den Kochlöffel. Obwohl ich ja eigentlich wollte, dass Henry hier einfach mal alles schön deckt. Dann kannst du jetzt hier einmal den Tisch decken und Henry wollte einfach tanzen. Henry, bitte tanze nicht zu viel, denn nachher stirbst du uns weg und das wollen wir ja nicht. Zumindest jetzt noch nicht. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir hier überhaupt eine Party geplant hatten. Aber, liebe Mel, komm bitte einfach mal hier unten hin und räum auf. Und Ivy hat ganz einfach ein Essen für alle gemacht. Ist das nicht nett? Finde ich wirklich richtig nice von dir. Und jetzt wird Henry angerufen. Henry, ich habe eine Kultstätte für dich errichtet. Wenn du mir eine Locke deines Haares schicken würdest, wäre sie komplett. Nein, danke. Das wollen wir natürlich nicht machen. Und ich schaue mal ganz kurz, weil wenn ich das nämlich richtig in Erinnerung habe, wird ganz einfach auch schon Ella White heute zum Kleinkind werden. Finde ich schön, dass die beiden zusammen Geburtstag haben. Und ich sehe gerade, dass wir einfach in guten 2 Wochen, dass da Mel einfach zur jungen Erwachsenen wird. Wie die Zeit verfliegt. Und dann müsste theoretisch auch Kara Geburtstag haben. Genau, dann wird Kara zum Teenager. Und ich hatte mir so überlegt, dass wir Mel vielleicht nicht so unbedingt in die Pferdezucht reinstecken, sondern am 7. Dezember kommt ja das neue Erweiterungspack raus, wo man ja auch jetzt Vermieter werden kann. Und ich dachte mir, dass Mel sich einfach so ein paar Immobilien anschafft und dass sie ja da eben halt ein Vermieter wird. Dass wir dann da eben dann sagen, dass das ihre königlichen Pflichten sind, dass sie dann halt da ab und zu mal die Sachen reparieren muss. Natürlich kann sie das mit dem Züchten nebenher machen oder eben das mit dem Preise gewinnen, dass wir das halt nebenher beilaufen lassen, weil ich halt noch nicht genau weiß, wie das mit dem Vermieten Einfluss auf das, auf das Spiel hat. Aber das werden wir definitiv dann sehen. So, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz, ob wir hier irgendwas geplant haben für Ivys Geburtstagsparty. Okay, die beginnt um 12. Ich würde sagen, wir schicken die Sims dann einfach mal alleine weg. Wenn die Geburtstagsparty dann startet, werden wir die Sims dann wieder zurückholen, weil die werden definitiv nicht um 12 Uhr zurück sein. Aber der kleine Philipp macht hier fleißig seine Hausaufgaben, um sich wahrscheinlich auch darüber abzulenken, dass er eben Vater geworden ist. Ich schau mal ganz kurz, ob er irgendwie, also ob er wollte, dass er Vater wird. Also ob er da irgendwie ein... Ne, also er hat da so keine Angst gegenüber, dass er Vater geworden ist. Geburtstag gefeiert, aber sonst... Oh, er hat sich in Elena verliebt, aber ist Elena nicht mit jemandem anders verheiratet? Das werden wir ganz einfach herausfinden. Okay, Elena ist verheiratet mit dem guten Taku. Na gut, werden wir dann sehen, wie wir das machen. Aber ich würde sagen, ich schicke die Sims erst einmal in die Schule. Und wir werden dann jetzt einfach die Zeit so ein bisschen vertrödeln, bis ja die Party anfängt. Ivy und Henry können ja hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und ich finde es so süß, dass er halt so viel Zeit mit Ella jetzt hier verbringt. Finde ich richtig knuffig. Und wir werden ihm jetzt einfach mal einen Insider-Witz erzählen. Und dann werden die beiden jetzt auch noch ein wenig techtelmechteln. Jetzt ruft Daryl an und möchte ihm einen neuen Job anbieten. Nein, danke Daryl, wir sind nicht interessiert. Dann kümmert er sich einfach wieder um seine Tochter. Wir können ja mal schauen, was die gute Ella hat. Herausfinden, was los ist, denn das ist ja immer gut zu wissen. Toiletten-Sandwich. Wir haben Philipp heute erwischt, wie er in der Toilette ein Butterbrot gegessen hat. Wir waren überrascht und wussten nicht, wie wir reagieren sollten. Deshalb rufen wir dich jetzt an. Also ich denke mal, dass Philipp sich vielleicht irgendwie unwohl gefühlt hat. Wir sagen einfach, das ist wirklich schlechtes Benehmen. Also das macht kein Prinz. Wir werden uns definitiv darüber unterhalten. So, und bald beginnt die Party von der lieben Ivy. Und ich bin mal gespannt, wo wir die haben stattfinden lassen, weil das weiß ich nämlich auch nicht mehr.
Wir werden einfach mal hier unseren Saugroboter setzen und schauen wir mal, ob wir jetzt rausfinden können. Okay, wir gehen jetzt einfach zum Ereignis und nehmen dann jetzt erstmal die Eevee mit. So, und mal wieder sind wir hier in der Sternkucker-Lounge. Und hier hatte einfach der gute Dirk Traumtänzer Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, lieber Dirk. Wir werden uns dir natürlich einmal vorstellen, freundlich, fröhlich vorstellen. Und dann können wir uns auch noch Kiyoshi einmal freundlich vorstellen oder ihm einfach ein Autogramm geben. Und der gute Dirk Traumtänzer wollte das ganz einfach nicht. Aber na gut, wir werden jetzt hier einmal hier ganz kurz für die Paparazzi posen. Und dann wird Eevee in der Zwischenzeit hier einmal auf Toilette gehen. Und jetzt beginnt die Party. Damit natürlich auch die Kinder teilnehmen können, werden wir sie jetzt einmal hier früher verlassen. Also, dass sie die Schule früher verlassen und werden sie dann einmal hier hinbringen. So, Mädels. Mal, du kannst ja einmal für deine Mama hier etwas zu essen machen. Und zwar könntest du doch hier einmal eine Schokotorte backen. Ich weiß, du hast nicht gerade sehr viel Lust dazu, aber es ist nun mal so. So, und Kara, du kannst doch einmal mit deinem Papa ein Duett singen. Henry White singt jetzt hier mit seiner kleinen Tochter Kara ein Duett. Yeah, ihr könnt das gut. Okay, das hört sich richtig süß an. Wir werden sie definitiv gleich noch sich um ihre Hygiene kümmern lassen. Aber erstmal machst du bitte einmal hier Geburtstagskerzen drauf, bevor sich jetzt hier jemand irgendetwas davon nimmt. Und dann wird einfach die gute Eevee sich etwas hier wünschen. Ich wünsche mir, dass all meine Lieben für immer bei mir bleiben werden. Und somit wird die gute Eevee einfach zum Erwachsenen. Und Henry wird jetzt einmal zu ihr gehen und wird sie einmal abknutschen. Und wir machen einfach mal hier einen mutigen Anmachspruch. Und Eevee geht einfach total drauf ein. Voll süß. Und dann werden wir natürlich hier einmal über die Hochzeit reden, die natürlich nicht stattfindet, aber vielleicht reden sie ja über ihre vergangene Hochzeit. Und dann werden wir sie einmal auf die Wange küssen. Und dann werden wir jetzt hier einmal vielleicht zusammen tanzen, langsam tanzen mit Eevee White. Darf ich um diesen Tanz bitten? Eevee White. Und Eevee sagt einfach so, nö. Aber jetzt wollen sie zusammen tanzen. Und jetzt entwickelt sich hier eine neue Familiendynamik zwischen Kara und Eevee. Und ihr dürft sehr gerne Spaßvögel sein. Und jetzt möchte Henry endlich mit Eevee tanzen. Und dann werden die beiden jetzt hier einfach mal zusammen hierhin. Obwohl, nein, wir gehen jetzt einfach mal hierhin. Und werden dann auch den guten Henry einmal hier gehen lassen. Und dann werden die beiden jetzt ein bisschen Toilettenspaß haben. Und ich würde sagen, so viel Spaß, wie die beiden jetzt hier auf diesem Plateau haben, lassen wir die Familie White auch nochmal zurück. Im nächsten Teil werden wir dann definitiv, ja, Henry leider verlieren müssen. Ja, und wir hören uns definitiv in einem meiner nächsten Videos wieder. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss.